Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakobat und ich habe für euch heute den nächsten Teil des Tarkov Anfänger Guides dabei. Ich war schon mal ein bisschen fleißig und habe mich neu ausgerüstet. Nichts Spektakuläres. Ihr seht hier, ich habe einen Helm gekauft und Comtex. Gestern war ein Podcast bei World of Tanks bei Escape from Tarkov. Und Escape from Tarkov hat allen Spielern die Möglichkeit gegeben, 100 Millionen wäre schön, oder? 1 Million Rubel abzuholen. Das müsst ihr innerhalb der nächsten 2 Tage machen. Also wenn ihr das Video jetzt hier seht, dann solltet ihr, falls ihr es noch nicht getan habt, zügig euch in euren Account einloggen und dann könnt ihr 1 Million Rubel abholen. Also ich habe hier zweimal 500.000 Rubel bekommen, 1 Million Rubel. Deswegen habe ich jetzt hier mehr Geld als vorher. Das ist natürlich ganz schick, weil davon konnte ich mir direkt hier wieder eine gesilenced Pumpgun zusammenbauen. Ich habe mir auf dem Flea Market hier so eine Body Armor, das ist eine Level 4 Body Armor geholt. Von der Versicherung habe ich bis jetzt noch nichts wiederbekommen, aber wir werden jetzt so als nächstes wieder nochmal eine Runde auf Shoreline gehen. Wir müssen noch 2 Headshots machen mit der Pumpgun und wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Kills auf Scavs mit einer geschalldämpften Waffe. Diese 10 Halbmasken, die werden wir schon früher oder später noch finden. Also erstmal würde ich jetzt ganz gerne mit euch tatsächlich eine Runde auf Shoreline gehen. Und Shoreline müssen wir im Zweifel auch einen Beacon setzen. Deswegen im Schweineraum, das ist so ein Kultismusraum. Dafür werde ich jetzt einen Beacon mitnehmen. Wenn wir die Mission geschafft haben sollten, dann werden wir uns auf jeden Fall, also wenn wir die jeweils 2 Headshots haben und die 2 Scavs, dann denke ich, werden wir es auf jeden Fall nochmal wagen, nach Shoreline reinzurennen, um diesen Beacon zu setzen, dass wir den auch schon mal haben. Also, ich denke, dazu ist jetzt alles gesagt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich jetzt häufiger mal so Geschichten mache, wie dieses Ausrüsten dann einfach schon mal vorzuübernehmen. Einfach, weil das sonst ein bisschen viel Zeit immer in den Videos kostet und wenn ich jetzt eine ganz neue Waffe kaufe, die ich noch nie gespielt habe, dann werde ich euch das sicherlich auch nochmal zeigen, aber wie ich die Shotgun hier mir zusammengestellt habe, habe ich jetzt ja schon ausführlich genug, denke ich, gezeigt, deswegen habe ich mich jetzt einfach nochmal wieder ausgerüstet und wir starten direkt rein und hoffen, dass wir jetzt in dieser Runde mit der Mission schon mal ein bisschen weiterkommen. Durch die 1 Million Rubel sind wir jetzt natürlich auch ganz gut bei Kasse. Ich habe nach wie vor immer noch 2,15 Millionen Rubel auf der hohen Kante. Also selbst wenn wir es jetzt nicht schaffen sollten, könnte ich mich nochmal locker ein paar Mal so ausrüsten. Das ist natürlich ganz nett. Warum hat Battlestate das gemacht? Einfach wegen den ganzen Serverabstürzen, Ausfällen, diesen krassen Lags, die es so in letzter Zeit gab. Und ich denke, das ist eine ganz faire Geste an gerade Leute, die vielleicht so wie ich jetzt hier mit der Standardversion unterwegs sind und ohnehin vielleicht knapp bei Kasse sind, ist das eine ganz nette Finanzspritze, die einem dann doch helfen sollte, einen zumindest wieder für ein paar Raids auszurüsten und neu anzugreifen. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, euch die ein oder andere Zusammenfassung bei den einschlägigen Tarkov-YouTubern nochmal reinzuziehen oder euch einfach auf dem Battlestate Twitch-Kanal die Wiederholung anzuschauen. Wurden viele neue Sachen genannt. Ich versuche vielleicht im Laufe des Videos auf ein paar einzugehen, aber grundsätzlich sind da viele Sachen im Gespräch. Ob man das Thermalvisier jetzt vielleicht ganz rausnimmt, wurde diskutiert oder lieber einfach schwerer zugänglich zu machen. Was wäre so, denke ich, rausnehmen muss man das nicht. Es ist halt nur jetzt zum Beispiel im Moment, dadurch, dass so viele Leute so viel Knete haben, einfach viel zu leicht und viel zu günstig geworden. Als das Thermalvisier erstmalig rauskam, lag es bei ungefähr 8.500 Euro oder so. Das war schon ein satter Preis, also ungefähr so 1 Million Rubel. Denke ich, wenn man so teures Equipment mit sich rumschleppt, dann soll das auch schon gut sein. Mittlerweile ist das Thermalvisier meiner Meinung nach viel zu günstig geworden. Also da sollte man auf jeden Fall an der Preisschraube drehen. Ansonsten wird dann halt überlegt, wie man den Flea Market noch verbessern kann, dass man eventuell nur noch Sachen auf dem Flea Market verkaufen kann, die man auch tatsächlich im Raid gefunden hat. Weil im Moment läuft das ja häufig so, die Spieler, die am schnellsten hochleveln, kaufen die ganzen Händler leer und verkaufen das dann teurer auf dem Flea Market. Und gerade die Items, die jetzt nicht so viel vorhanden sind, werden dann sehr viel
sehr viel leer gekauft, wie gesagt, von den High-Level-Spielern und den sehr aktiven Leuten. Und wenn ihr dann mal irgendwie was braucht, dann müsst ihr das überteuert auf dem Flea-Market kaufen, anstatt dass ihr das bei dem Händler bekommt, so wie das eigentlich gedacht sein soll. Da finde ich das gut, wenn das vielleicht so eine Regelung irgendwann eintrifft, dass man nur noch Sachen, die man tatsächlich auch im Raid gefunden hat, dann auf dem Flea-Market verkaufen kann. Das, denke ich, wäre auf jeden Fall eine faire Option. Ja, dann ging es noch um Streets of Tarkov, die neue Karte, die wohl ziemlich krass werden wird. Nikita hat sich auch dazu geäußert, dass sie das Problem mit den Servern versuchen, weiterhin in den Griff zu kriegen. Dass es aber nicht mit einfach nur Geld alleine getan ist. So, erstmal nochmal kurz hier auf 50 hochleveln. So, und jetzt sind wir hier mittendrin gestartet. Ich werde jetzt versuchen, so schnell wie möglich tatsächlich hier wieder zur Tankstelle zu kommen. Also da gab es schon einige Punkte. Ist jetzt nichts, was unmittelbar betrifft, aber man merkt schon, das finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr positive Sache bei Battlestate, dass sie sich schon sehr mit der Spielerschaft und den Streamern auseinandersetzen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt auf mich war oder... Jetzt habe ich mir leider nicht die Zeit genommen, hier einen Headshot zu machen. Halbmaske hat er auch nicht dabei. Das war jetzt nicht so gut, das hat Zeit gekostet. Wir werden uns jetzt mal kurz hinhocken und gucken, ob hier noch irgendwas vorbeistratzt. Kleinen Moment, Silence, weil ich jetzt hier ein bisschen Lärm gemacht habe, dadurch, dass der Scaff auf mich geschossen hat. Und gucken, ob wir jetzt hier noch irgendwo Schritte hören. Ansonsten würde ich gleich zusehen, dass wir weiter zur Tankstelle kommen. Ja, was wurde sonst noch so angesprochen? Es wurde halt auch noch angesprochen, dass man vielleicht in der Zukunft dann halt auch Thermalvisiere durch sowas wie das Abnutzen von Batterien, also dass dadurch, dass man dann Strom verbraucht, dass man Batterien mitführen muss für die Geschichten. Also ja, da waren schon viele Sachen dabei, denke ich, die in der Zukunft tatsächlich auch eine Rolle spielen. Auch das ganze Economy-System mit dem Flea Market, wie gesagt, ich hatte es schon angesprochen, ist ein Thema, was bei Battlestate auf jeden Fall vor und zurück diskutiert wird. Wie gesagt, mit den Servern, da hatte ich gerade weitergemacht. Das ist so eine Sache, da reicht es wohl nicht aus, einfach nur Geld in die Hand zu nehmen, noch mehr Server zu kaufen, sondern das muss halt auch alles richtig gecodet werden. Ich bin selber kein Coder und habe davon auch ehrlich gesagt wenig Ahnung. Ich war jetzt der Meinung, dass ich gerade was gehört habe. Aber man arbeitet mit Hochdruck an der ganzen Thematik. Und wie gesagt, es ist halt ein winzig kleines Unternehmen. Wenn man das jetzt zum Beispiel mal mit Wargaming oder so vergleicht, dann ist es, wie gesagt, auch alleine mit Geld jetzt nicht unbedingt getan. Sondern man muss halt auch die ganzen Netzwerkprobleme so lösen können. Und derzeit haben wir halt genauso wie bei World of Tanks im Schnitt am Abend 100.000 aktive Spieler auf den Servern.
Also dafür, dass das Unternehmen so wahnsinnig klein ist, sind das halt schon mega krasse Spielerzahlen, die man halt erstmal bewältigen muss. Und dann darf man halt auch nicht vergessen, das hier ist noch eine Beta. Also das Spiel befindet sich quasi noch in der, ich glaube, es ist sogar Closed Beta. Ich weiß es gar nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Ich glaube, es ist sogar noch eine Closed Beta. Also das Spiel ist längst noch nicht veröffentlicht und von daher muss man einfach, man hat ja mit dem Erwerb oder mit der Vorbestellung eigentlich auch nur das Recht bekommen, mit zu testen. Letztendlich mehr ist das nicht als das, was wir hier gerade machen. Alles, was wir hier spielen, ist im Prinzip Testphase. So, wollen wir jetzt mal. Es ist extrem ruhig hier auf dem Server, um ehrlich zu sein. Noch kaum Schüsse gehört. So, ich hoffe, das war jetzt ein Headshot. Nein, es war kein Headshot, aber... Wir haben zumindest die Prapor-Teilaufgabe gelöst und hier vorne war ja noch ein Scav. Das war jetzt extrem laut. Gut so, so muss das. Wir haben ordentlich Munition verballert. Der hat eine Granate geworfen. Das waren jetzt aber ganz schön viele Scavs hier, Freunde. Schnell die Lower Half-Mast noch eingesackt hier. Also die Peacekeeper-Quest haben wir scheinbar immer noch nicht geschafft mit dem Headshot. Also das mit den Headshots funktioniert ja nicht so gut hier. Hier war noch irgendwo uns. Wo kommen die ganzen Scavs bitte her? Dürfte ich das mal erfahren? Und auch das war kein Headshot. Gar nicht fertig mit Looten. Und hier kommen schon wieder Johnny Scav und seine Kollegen angewackelt. Aber Headshots waren das alles nicht. Scheinbar. Beim Kraftwerk ist auf jeden Fall gerade Wildballerei. Ein Mosin-Schütze. Es scheint. Ja, also super viele Scavs jetzt umgebracht, aber die Prapor-Quest haben wir. Schalldämpfer bräuchten wir jetzt nicht mehr. Nur der Headshot fehlt noch. Ich weiß gar nicht, ob nur noch einer fehlt oder zwei. Gleich mal nachvollziehen. Die ganze Thematik. So, jetzt können wir. Ein Headshot fehlt noch. Gucken wir, was uns hier der Tresor für schicke Sachen mitgebracht hat. So, nicht allzu viel.
Spannendes Zeug. Grafikkarte wäre fair, oder? Was meint ihr? So, also das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hallo? Hallo Tresor? Gibt's hier irgendwas Spannendes außer Rubel? Nope. Gibt's hier eine Grafikkarte zufällig drin? Also einen Headshot auf den Scav brauchen wir noch. Es wäre doch eigentlich gelacht. Bin jetzt nicht sicher, habe ich gerade Büsche gehört? Ich glaube nicht. So, kommen wir hier nochmal rein. Alles looten, was geht. Alles Erfahrung. Oh, die erste Nummer. Morphin wäre halt auch nochmal schick, wenn wir jetzt nochmal in einer Runde so einen Morphin abstauben könnten. Aber wenn wir jetzt gleich eh noch nach Shoreline hochgehen, da haben wir genug Sandtaschen, wo ich hoffe, dass wir da in irgendeinem Teil vielleicht mal Morphin finden. Was alles nicht so weltberühmt hier, was hier so drin ist. Noch ein Gasanalyzer, den können wir hier mal reinpacken. Alles leer. Kort. So. Unspannend, möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Unspannend. So. Jetzt vorsichtig sein. Oben wieder gucken, ob der Mosin-Schütze sich hier vielleicht schon herverlagert hat. Das könnte unser Kopfschuss sein. Noch ein Skiff, der hier am Strand aufgetaucht ist, okay. Jetzt müssen wir Risk It the Biscuit spielen, oder? Auf kurze Entfernung rangehen. Ich weiß, wo er ungefähr steht. Die stehen hier immer dann rechts an der Treppe. Kurz ein bisschen Ausdauer. Ich habe jetzt mit Absicht nicht den Arm verloren, aber ich habe jetzt mit Absicht quasi, ja, ich wusste, dass er da steht, ich wollte jetzt unbedingt den Kopfschuss, ich hätte ihm auch in die Arme schießen können, dann hätte ich jetzt selber nicht den Arm verloren, aber so haben wir immerhin die Mission auch schon mal geschafft, mit einem Arm weniger, können wir leben, denke ich. Mal kurz hochheilen. Und dann würde ich trotzdem sagen, dass wir uns nochmal Richtung Shoreline begeben, oder? Blutung ist auch gestoppt. Hochgeheilt sind wir jetzt. Oder? Ah, jetzt müssen wir hochgeheilt sein. So, nochmal kurz die Pumpe hier aufladen. Noch kurz den Skeffi hier an. Fingern. Zigaretten für die Mission. Auch nicht verkehrt. So. Jetzt können wir hier nochmal in das kleine Loch reingucken.
wir hier was finden. Wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich mit dem Loot schon abgeschlossen. Was ist das? Das können wir auch gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Und das nehmen wir auch mit. Können wir das da rein tun. Was hat man denn so? So, ich glaube, die Linse ist mehr wert als das Adrenalin. Deswegen habe ich das Adrenalin jetzt aus dem Safe-Container rausgetan. Ich glaube, ich habe im Leben lange nicht mehr so viele Scavs hier gehabt, wie jetzt in dieser Runde. Also das war jetzt schon echt heftig. So, sollte uns aber jetzt nicht von unserem eigentlichen Mission... Also wie gesagt, ich habe jetzt mit der Ausrüstung, die ich jetzt so dabei habe... Wollte ich gerade sagen, mental schon abgeschlossen, weil wir die Mission geschafft haben. Jetzt steht da Johnny M4 neben uns. Keine Ahnung, warum der sich so viel Zeit gelassen hat, wo der war, als wir da die ganzen Scavs beschossen haben. Jetzt war er auf jeden Fall da. Wie gesagt, ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich wäre jetzt gerne noch nach Shoreline gegangen auf jeden Fall. Aber gut. Wie gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, wo er die ganze Zeit war, was er die ganze Zeit gemacht hat. Vielleicht kam er jetzt von den Villen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier unsere Scav-Kills schon mal hinter uns gebracht. Wir haben uns natürlich unseren Loot verloren. Aber wenn man da so viel Alarm macht am Strand, ich denke, auf der anderen Seite wird wahrscheinlich auch irgendwo ein Spieler gewesen sein, weil wir jetzt halt wirklich, wirklich viel Alarm gemacht haben. Ich habe jetzt halt... nicht wirklich aufgepasst, aber das können wir auf jeden Fall nochmal abgeben. Das können wir auf dem Flea Market verkaufen. Ja, also gute 30.000 sollte die weggehen, die Linse. So, dann können wir jetzt nochmal bei Prapor die Dinger hier abgeben. Haben wir auch schon mal zwei von. Und bei Peacekeeper die Mission, das sind immerhin wieder $950 und wir kriegen eine MPX. Und als nächstes müssen wir sowieso nochmal nach Shoreline den Hubschrauber markieren und den Weg markieren und dann quasi noch in Shoreline rein, um den Market Room zu markieren. Aber ich würde sagen, wir lassen das jetzt an der Stelle für diese Folge und ich rüste mich dann quasi für die nächste Folge aus und dann werden wir nochmal nach Shoreline gehen, um quasi die Beacons zu setzen. Ich hoffe, ihr konntet ja ein bisschen was für euch mitnehmen. Ich hoffe auch, dass dadurch, dass ihr jetzt hier vielleicht so ein bisschen zuguckt und auch seht, dass ich regelmäßig sterbe, dass das nicht ganz so schlimm ist, dass es ganz normal ist, dass man in dem Spiel, wie gesagt, ich wollte es auch gerade in dem Moment, wo ich erschossen worden bin, noch sagen, ist mir jetzt eigentlich, ich habe jetzt mit der quasi Ausrüstung so gut es geht abgeschlossen und wollte jetzt quasi nochmal alles auf eine Karte setzen, um nach Shoreline zu kommen, um da nochmal den Beacon zu setzen. Hat jetzt nicht geklappt. Aber wie gesagt, wir haben unsere Mission zum Teil abgeschlossen. Die Peacekeeper-Mission haben wir abgeschlossen und bei Prapor müssen wir nur noch diese Halbmasken sammeln. Also es sollte euch auch gerade jetzt in dem Stadion, wo das Spiel ist, einfach völlig egal sein, ob ihr sterbt oder nicht. Ihr werdet, solange ihr für euch immer wieder so kleine Teilerfolge habt in Form von Missionsabschlüssen etc., könnt ihr euch dann einfach für die nächste Runde ausrüsten und direkt wieder rein. Also das war das Wort zum Sonntag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Und ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Und ja, nächste Runde sind wir dann wieder in Shoreline unterwegs und hoffen wir, dass wir da ein paar Beacons setzen können und vielleicht auch ein paar Spieler eliminieren. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.